Und wir greifen ein wichtiges und ich würde fast sagen Lieblingsthema von Herrn Weisberger nochmal auf. Jetzt übergebe ich an Tobias Caro und der hat jetzt einen neuen Gast. Bitte schön. Genau, ich mache mich nochmal schön. Es geht wieder an den Flipchart. Ich begrüße bei mir Benjamin Weber vom Deutschen Stiftungszentrum. Denn wir werden die Frage nochmal ein bisschen vertiefen. Business Judgment Rule, drei Worte. Was ist das eigentlich, lieber Benjamin Weber? Erhellen Sie uns mal ein bisschen. Ich schreibe ein paar Stichworte mit. Sie sind in dem Thema voll drin. Business Judgment Rule, was haben wir da auf dem Tisch? Herzlich willkommen beim virtuellen Tag für Stiftungsvermögen, dem dritten. Ja, vielen Dank. Schön bei Ihnen zu sein. Die Business Judgment Rule ist, sage ich mal, ein Instrument, was, glaube ich, von vielen lange ersehnt war. Es ist, sage ich mal, eine Regelung, die eigentlich aus dem Aktienrecht stammt, aber auch im Stiftungsumfeld über Jahre jetzt eigentlich schon von Seiten der Literatur angewendet worden ist. Die Stiftung Judgment Rule gibt uns im Grunde genommen, sage ich mal, einen Rahmen für Organe in Stiftungen vor, indem sie, sage ich mal, mit einem guten Gewissen unternehmerische oder geschäftsführende Handlungen vornehmen können, ohne persönlich in die Haftung zu gelangen. Ja, wir haben ja bei Stiftungsorganen immer sozusagen das Spannungsfeld, dass sie erstmal für ihre geschäftsführenden Tätigkeiten und auch für ihre unternehmerischen Entscheidungen erstmal grundsätzlich persönlich unbeschränkt haften. Und das hat, sage ich mal, in der Vergangenheit häufig dazu geführt, dass es natürlich insbesondere bei Entscheidungen über die Vermögensanlage zu großen Unsicherheiten geführt hat. Was darf ich, was darf ich nicht? Und da gibt die Business Judgment Rule jetzt in der gesetzlichen Kodifikation im Rahmen der Stiftungsrechtsreform einen doch sehr klaren Rahmen vor, wie ich mich als Stiftungsorgan, sage ich mal, so verhalten kann, ohne persönlich in die Haftung zu geraten. Ja? Verhalte ich mich dann sozusagen richtig? Wie komme ich zu dieser sachgerechten Entscheidung, die mich dann enthaftet? Ganz genau. So, diese Business Judgment Rule wird ja jetzt durch die Stiftungsrechtsreform tatsächlich dann im neuen 84a Absatz 2 des bürgerlichen Gesetzbuchs dann auch legal definiert im Stiftungsrecht und gibt dem Stiftungsvorstand oder, sage ich mal, den handelnden Organen in der Stiftung eine klare Vorgabe, wie sie zukünftig eben insbesondere Entscheidungen in der Vermögensanlage rechtssicher und für Sie insbesondere haftungssicher entscheiden können. Das heißt, da ist dann dieser Punkt, ich habe es gerade schon angesprochen, ich muss mir ausreichend Informationen zusammensammeln, bin selber Unternehmer, wenn ich eine Entscheidung treffe, kann ich nicht einfach sagen, das mache ich mal auf einem weißen Blatt Papier in der Küche, sondern ich muss mir Informationen zusammensammeln. Und so stelle ich mir das dann auch vor, damit bin ich dann haftungssicher unterwegs. Ich muss also einen Strauß von Informationen für eine sachgerechte Entscheidung mir zusammenstellen, richtig? Ganz genau. Ich meine, wir können uns ja die Legaldefinition gerne mal einmal zusammen anschauen. Da sagt der Gesetzgeber eben, das Mitglied eines Organs hat bei der Führung der Geschäfte der Stiftung die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsführers anzuwenden. Und eine Pflichtverletzung liegt eben dann nicht vor, wenn das Mitglied des Organs bei der Geschäftsführung unter Beachtung der gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben vernünftigerweise annehmen durfte, auf der Grundlage angemessener Informationen zum Wohle der Stiftung zu handeln. Vielleicht wollen wir das einmal gemeinsam einfach abschichten. Also wir brauchen sozusagen als erste Voraussetzung für die Anwendung der Business Judgment Rule eben eine Geschäftsführerentscheidung. Ja? Also eine Entscheidung, die, sage ich mal, das operative Geschäft der Stiftung betrifft. Und da sind wir ja heute, sage ich mal, im Thema. Es geht um eine Frage, wie möchte ich das Vermögen der Stiftung zukünftig anlegen? Ja? Da ist sozusagen, sind wir ganz klar in einer Frage, die die laufende Geschäftsführung der Stiftung betrifft. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann ich diese Entscheidung über die Vermögensanlage rechtssicher treffen? Und da gibt uns der Gesetzgeber jetzt eben klare Kriterien oder Voraussetzungen vor. Und das ist, was Sie völlig zu Recht angesprochen haben. Erstmal, dass ich eben auf der Grundlage angemessener Informationen handle. Ja? Das heißt, wenn ich eine Entscheidung über die Vermögensanlage treffe, muss ich mir erstmal ausreichend Informationen zukommen lassen, um eben sicherzugehen, dass ich alle möglichen Aspekte in diese Entscheidung auch einfließen lasse. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich muss als Organ der Stiftung dann auch sicherstellen, dass bei der Entscheidung über die Vermögensanlage meine persönlichen Interessen nicht betroffen sind. Ich mache mal ein konkretes Beispiel. Ich habe in dem Stiftungsvorstand
ein Vertreter, ein Anlageberater sitzen und der würde möglicherweise von einer Anlageentscheidung der Stiftung persönlich profitieren. Ja? Das wäre nach der Business Judgment wohl kritisch zu sehen, weil diese Entscheidung, sage ich mal, grundsätzlich außerhalb persönlicher Interessen zu treffen ist. Eine weitere Frage ist dann für die Organe, dass sie sich ja im Rahmen der gesetzgeberischen bzw. satzungsmäßigen Rahmenbedingungen verhalten müssen. Und da haben wir auch nochmal einen ganz konkreten Punkt, der auch heute schon angesprochen worden ist, die Anlagerichtlinie. Ja, die Anlagerichtlinie ist ja im Grunde genommen, sage ich mal, ein Instrument, was unterhalb der Satzung installiert wird und die dem Stiftungsvorstand bei Anlageentscheidungen konkrete Kriterien an die Hand gibt, an deren er sich orientieren kann, wenn er eben eine Vermögensanlageentscheidung trifft. Und wenn er das eben im Rahmen der Vermögensanlagerichtlinie und auch im Rahmen der Satzung und auch im Rahmen der vorgegebenen Gesetze tut, dann kann ihm an der Stelle sozusagen kein pflichtwidriges Verhalten vorgeworfen werden. Aber das ist ja ein wunderbares Gerüst, an dem ich mich am Ende des Tages als Stiftungsverantwortlicher entlanghangeln kann, oder? Also das ist ja eine relativ klare, wir haben drei Punkte, es muss eine Geschäftsführerentscheidung da sein, dann gibt es diese drei Unterparameter. Das ist doch ein wunderbares Gerüst. Also das ist doch der, sag mal, die perfekte Leiter, entlang ich der, wenn ich die hochklettere, meine Entscheidung super treffen kann. Richtig. Also deswegen empfehlen wir, sage ich mal, auch diese gesetzgeberische Kodifikation dann auch in der Satzung beziehungsweise dann auch in der Anlagerichtlinie nochmal zu konkretisieren, damit tatsächlich die Organmitglieder einen konkreten Fahrplan an der Hand haben, an dem sie sich orientieren können. Ne? Wir haben ja häufig die Situation in Stiftungen, dass wir ehrenamtliche Mitarbeiter auch haben in den Organen und die haben im Grunde genommen dann häufig die Unsicherheit, verhalte ich mich jetzt richtig oder nicht richtig, und deswegen ist unsere ganz klare Empfehlung an der Stelle, möglichst konkrete Anhaltspunkte auch zu geben, wann ich mich sozusagen pflichtgemäß im Sinne der Satzung verhalte. Sagt Benjamin Weber vom Deutschen Stiftungszentrum in Essen. Ich drücke Ihnen die Daumen heute für die Büroeröffnung, die ja heute stattfinden wird. Viel Spaß dafür. Das nächste Mal sind Sie live dabei. Hat mir jetzt sehr gut gefallen. Ich finde, wir haben das nochmal schön auseinanderklamüsert, dass Business Judgment Rule wirklich ein tolles Gerüst ist. Eine wichtige Veränderung für die tägliche Stiftungspraxis macht das ganze Thema Vermögen haftungssicher wirklich für eine breite Masse, für alle Stiftungen machbar, realisierbar, umsetzbar. Vielen Dank, Benjamin Weber. Herzlichen Dank an Ihnen. Bis bald.